Hallo und herzlich willkommen zu Physik mit Kalle. Das bin ich. Heute wollen wir uns der Atomphysik widmen, im Speziellen dem Periodensystem der Elemente. In diesem Video möchte ich nach einer kurzen Einführung in die Atomphysik erklären, wie das Periodensystem entstanden ist, wie es aufgebaut ist und wie ihr es benutzen könnt. Und da ich, wie alle Physiker, ein ziemlich fauler Mensch bin, werde ich es ab jetzt auch mit PSE abkürzen. In diesem Film lernst du, womit sich Atomphysik eigentlich beschäftigt, was Atome, Elemente und Elementarteilchen sind, wie das Periodensystem aufgebaut ist und warum, wie du Informationen aus dem Periodensystem gewinnst, was Isotope sind und die korrekte Schreibweise für ein Atom. Da dies der erste Film zur Atomphysik ist und die Atomphysik ein Gebiet ist, das wenig Vorkenntnisse brauchst, musst du für diesen Film eigentlich nichts anderes gesehen haben. Allerdings ist es später hilfreich, wenn du dich schon mit Ladungen auskennst. Die Entstehung des Periodensystems hat eine sehr lange Geschichte. Schon 600 vor Christus wurde in Indien über nicht mehr weiter zerteilbare kleinste Bauteile der Materie philosophiert und 450 vor Christus schlug Demokrit, ein Schüler des Leukipp, für diese Bauteile den Namen Atomos, das Unzerschneidbare, vor. Obwohl wir heute wissen, dass auch Atome weiter aus kleineren Bauteilen bestehen, hat sich der Name Atom bis heute gehalten. Mehr als 2000 Jahre später entdeckten einige Wissenschaftler bei der Untersuchung der bekannten Elemente, dass sich bestimmte physikalische und chemische Eigenschaften nach einer gewissen Dauer oder Periode. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.